Und man fängt immer das erste Mal an. Alles fängt immer das erste Mal an. Genau. Okay. Hi, ich bin Paula von den Dogspotters und neben mir sitzen jetzt Erika und Tine, die Hauptdarstellerin aus dem Film sind Im stillen Laut. Und ja, der Film hatte, wie gesagt, gerade seine Weltpremiere und ich finde das richtig toll, dass sie jetzt hier sind und mit uns dieses Gespräch führen. Also erstmal danke dafür. Und ja, wie geht's denn Ihnen gerade, nachdem Sie jetzt Ihren Film gesehen haben und wie war das für Sie? Fang du an. Ich fang mal an. Also ich habe den Film ja schon gesehen, einmal in der Rohfassung. Und jedes Mal, wenn ich den Film sehe, also heute habe ich wieder noch mehr gesehen und der hat mir noch besser gefallen. Ich habe allerdings Schwierigkeiten, das wird euch sicherlich verständlich sein, mich zu sehen, wie ich da die Kohlen hole und ich habe eine Skoliose und es ist, wenn man alt wird, wird man krumm und dann hat man Schwierigkeiten, dies und das zu tun. Und das ist eine Sache, die muss bewältigt werden. Das muss man können, tun, also tun und dann kann man es auch. Und das ist ein Prozess und in dem stecke ich jetzt drin. Ich werde ja sicherlich den Film noch öfter sehen. Und ich merke aber, dass es mir jetzt leichter wird, mich auf der Leinwand zu sehen. Auch in meiner Hinfälligkeit an manchen Stellen. Und wie war das am Anfang für Sie, dass dann plötzlich so eine Filmcrew da war und Sie die ganze Zeit gefilmt hat? War das Ihnen unangenehm? Nein, das war nicht unangenehm, weil wir die Crew schon vorher kennengelernt haben, also nicht erst bewaffnet mit Ton, mit Mikrofon und Kamera, sondern die haben schon vorher das Gelände sortiert und uns kennengelernt hin und her. Und Therese war ja schon 2 Jahre vorher, so manchmal in Abschnitten bei uns. Also wir haben uns richtig miteinander vertraut machen können, ehe dann die richtige Aufnahmearbeit losging. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und wir haben das gemacht, was wir immer machen. Also es gibt ja diese Szene im Film, in der Sie, also relativ am Anfang, in der Sie aus Ihrer Stasi-Akte vorlesen. Und warum haben Sie sich dazu entschieden, Ihre Stasi-Akte überhaupt erstmal zu lesen? Ich meine, das war ja vielleicht auch keine leichte Entscheidung, oder? Doch, das war eine leichte Entscheidung. Die Menschen, die da die Berichte verfasst haben, gesponnen haben oft. Also sie wollten sich selber profilieren gegenüber ihren Offizieren oder gegenüber sich selbst, ich weiß nicht. Die haben sich oft Sachen ausgedacht, die gar nicht wirklich waren. Oder sie haben etwas ganz anders gesehen, als es war. Ja, weil ich dachte jetzt nämlich, wenn man dann zum Beispiel herausfindet in seiner Stasi-Akte, dass alte Freunde oder so einen bespitzelt haben, dann kann das ja auch niederschlagend sein. Wir hatten immer Spitzel in den Gruppen. Ich habe ja mit Laien gearbeitet, mit Malzirkeln und Laien. Da war immer einer eingeschleust, der weiterberichtet hat. Das wusste ich auch. Ich wusste nicht immer wie, wer. Manchmal habe ich es geahnt. Und dann, als ich in den Akten lesen konnte, da habe ich bei vielen gewusst, ach, das ist der und der gewesen. Aber ich hatte keine solchen dramatischen Enttäuschungen wie andere, wo ich dann mich hintergangen fühlte. Also als dann die Wende kam, was hat sich dann mit der Wende für Sie verändert in Ihrem Leben? Gab es da irgendwas Bestimmtes? Oh, doch, da hat sich viel verändert. Also zum Glück mein Lebensort nicht. Der blieb derselbe, aber wir konnten endlich mit Künstlerinnen zusammen, also einladen, was wir eigentlich in der DDR-Zeit auch schon wollten, mit Westdeutschland, mit Marxstädtern, mit Rostocker Künstlern. Wir konnten einen Verein gründen und dann wirklich Sommerwerkstätten machen mit anderen Künstlern. Ich habe plötzlich Kunst verkauft, also ich habe plötzlich mit meiner Kunst Geld verdient, mit meinen Gemälden und musste nicht immer weiterdenken, die sind zu schlecht, deshalb kauft sie keiner. Ich hatte viel mehr Ausstellungen als vorher. Wir hatten viele, viele wunderbare Begegnungen mit anderen Künstlern, mit Musikerinnen. Na, ich mache einen Punkt.
und ich möchte das gerne ergänzen. Wir konnten reisen. Wir waren sogar in New York und in London und in Rom und in Marokko und in Venedig mehrere Male. Das waren Traumziele. Und tatsächlich, es gelang. Ich kam dahin und dann war ich dort und dachte immer noch, ich bin im Traum und ist das dann wirklich wahr und musste mich kneifen. Das hat sich für mich sehr, sehr verändert. Gibt es was, was Sie sich gewünscht hätten, was passiert? Entweder was die Wende jetzt nicht so herbeigebracht hat, wie Sie sich das gewünscht haben, oder was hätte für Sie passieren müssen, wenn es die Wende nicht gegeben hätte? Na, ich gehöre ja zu der Gruppe, die einen verbesserten, reformierten Sozialismus wollten. Also ich wollte nicht, dass wir einfach angeschlossen werden der Bundesrepublik, sondern höchstens eine Föderation, das wäre denkbar. Wie haben Sie reagiert, als diese Idee auf den Tisch kam, dass ein Film über Sie gedreht werden soll? Also ein Film über unsere Beziehung wollte ja Therese machen, über unser Miteinanderleben auf unserem Hof, weniger über unser beider Kunstarbeit. Tine malt übrigens ja auch. Sie schreibt und sie malt, das kommt in dem Film gar nicht vor. Aber das sollte nicht das Thema sein und da war ich einfach neugierig. Was soll das, wie macht sie das? Das habe ich mir schwer vorgestellt. Ich war neugierig, was daraus wird. Jetzt noch eine letzte Frage. Was würden Sie uns mit auf den Weg geben, generell fürs Leben? Fürs Leben? Lasst euch nichts einreden und macht für euch selber euer Leben. Baut es auf, scheut die Arbeit nicht. Denn wenn man sich selber was aufbauen, macht unabhängig. Es macht allerdings auch Arbeit. Und die anderen haben überhaupt nicht immer recht. Ja, und das Thema Besitz, sehr wichtig, dass der Mensch lernt, dass Besitz, wir wissen es, wir hören es tausendmal, Besitz macht nicht glücklich. Mir persönlich hat der Film auch sehr gut gefallen und ich finde das total toll, dass Sie uns jetzt, wie gesagt, gleich nach der Premiere ein Interview gleich gegeben haben. Und wir werden uns das auf jeden Fall, was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, zu Herzen nehmen. Ja, danke. Bitteschön. Du musst doch nicht zu Herzen nehmen. Wir sind ja auch nur die anderen, die irgendwas erzählen. Du musst dein eigenes tun. lass sie mal. Lass sie. Die Freiheit kann man sich nur selber aufbauen. Ja. Ah ja, aber nicht so streng. Nicht so streng. Ist manchmal so streng. Ja, stimmt. Ich bin und ich bin manchmal verbindlicher. Preußisch. Aber es ist schön, dass du diese Frage gestellt hast.